Hallihallo, hier ist euer Onkel Pitti mit Part Nummer 8 von Cold War. Diesmal werde ich wirklich schweigen. Viel Spaß beim Video. Wer ist da? Sichern Sie das Gebiet und schließen Sie die Tür. Öffnen. Sichern Sie Hallo? Das Gebiet und schließen Sie die Tür. Falscher Alarm. Müssen die Ratten sein. Ich muss mal rein, bevor die Tür wieder zugeht. Öffnen Sie die Tür. Es tut mir leid, Genosse, aber es gibt technische Probleme. Sie müssen den seitlichen Noteingang benutzen. Sie dämlicher, inkompetenter Wurm. Reparieren Sie das auf der Stelle, oder ich werde Ihre Nieren höchstpersönlich braten. Da, Genosse. Öffnen Sie die Tür. Es tut mir leid, Genosse, aber es gibt technische Probleme. Sie müssen den seitlichen Noteingang benutzen. Sie dämlicher, inkompetenter Wurm. Reparieren Sie das auf der Stelle, oder ich werde Ihre Nieren höchstpersönlich braten. Da, Genosse. Jemand da? Spielen Sie keine Schuhe!
Jemand da? Wer ist da? Sind Sie das? Offensichtlich ist hier nichts. Ist jemand da? Wer ist da? Hier ist nichts. Ich sollte in den Ruhestand gehen. Sind Sie das?
Misjakov Levova. Sonja, geht es Ihnen gut? Und was soll ich jetzt bitte schön machen? Könnte ein guter Zeitpunkt sein, meinen Kumpel Gruschkow anzufunken. Gruschkow! Gruschkow! Gruschkow, kommen! Carter? Gruschkow, ich hätte nie gedacht, das mal zu sagen, aber es ist schön, Ihre Stimme zu hören. Sie sind schon in der Botschaft? Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin in Tschernobyl. Ich auch. Was? Ich bin hier in Tschernobyl. Sonja ist auch hier, aber sie steht noch unter Drogen. Sidorak, was zum Teufel machen Sie hier? Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt... Ich weiß, aber ich dachte, ich könnte vielleicht nützlich sein. Lassen Sie den Mist. Sie stecken Ihre Nase schon wieder in Dinge, die Sie nichts angehen. Sie sind doch nur an Ihrer Schlagzeile interessiert. Ohne mich wären Sie nie aus Lubjanka rausgekommen, oder? Was auch geschieht, wir stecken hier zusammen drin. Was ist mit Sonja? Bewusstlos. Sie müssen ihr zu viel Pentotal gegeben haben. Barinski war hier, um sie zu sehen. Er braucht sie für die Bomben, die noch nicht aktiviert wurden. Nicht mehr. Was? Er braucht sie nicht mehr. Er wurde gerade von seinen Spionen im Kreml kontaktiert. Er weiß, dass der Präsident wegen einer Blitzinspektion hierher unterwegs ist. Deshalb entschied er sich, die Bomben einzupacken, die schon aktiviert wurden, und zu verschwinden. Wenn er das schafft, bevor der Präsident eintrifft, sind wir erledigt. Wir müssen uns die Bomben schnappen und sie dem Präsidenten zeigen. Sonja sollte wissen, wo sie sind. Tolle Idee, Einstein, nur leider ist sie kaltgestellt. Haben Sie einen Vorschlag, wie ich sie wach bekommen kann? Ein wenig Adrenalin sollte ausreichen. Das Kraftwerk hat eine eigene Krankenstation. Dort sollten Sie was finden können. Ich werde nachsehen, aber selbst wenn ich was finde, bin ich nicht sicher, was genau ich mit dem Adrenalin machen soll. Carter, Barinski weiß, dass der Präsident unterwegs ist. Einige Bomben sind aktiviert, andere nicht. Und Sonja wird es sowieso nicht schaffen, den Rest zu aktivieren. Er braucht Sonja nicht mehr. Genau. Barinski wird sicher bald jemanden schicken, um sie zu eliminieren. Sie müssen sie in die Krankenstation tragen und sie dort versorgen. Na toll, als ob das keine Aufmerksamkeit erregt. Wo ist die Krankenstation? Gehen Sie durch den Reaktorraum und dann einfach den Gang entlang. Neben dem Lastenaufzug ist eine Treppe. Die gehen Sie hoch und dann an den Büros vorbei. Die Krankenstation ist im zweiten Stock. Typisch. Nie ist irgendwas gleich um die Ecke. Sobald Sie in der Krankenstation sind, geben Sie ihr eine Adrenalinspritze. Wenn sie bei Bewusstsein ist, fragen Sie sie nach den aktivierten Bomben. Wir müssen sie finden, bevor Barinski sie fortschafft. Ich bin nicht sicher, ob wir es rechtzeitig schaffen. Ich versuche Ihnen etwas Zeit zu verschaffen. Ich hänge mich an Barinskis Männer. Bislang ist alles ruhig, aber ich werde Sie warnen, sobald die nach Ihnen suchen. Das sollte nicht lange dauern. Da ist er! Aufwachen! Was ist passiert? Doi-doi!
Ich glaube, er ist da vorn. Da drüben. Ich höre Sie. Kommen Sie raus. Ich habe Sie gehört. Spielen Sie keine Spielchen. Thank you.
Hilfe!
Jemand da? Endlich. Mein Rücken bringt mich noch um. So, das war dann gleich Part Nummer 8 von Cold War. Diesmal ein extra langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, ciao. Matthew Carter. Wir kennen uns aus dem Mausoleum. Der Attentäter? Nee, nur ein bescheidener Reporter. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Barinski stellt seine eigenen Atombomben in Tschernobyl her. Das ist es doch, was Sie herausfanden, oder? Ah, ja. Er stellt hier mehrere Atombomben her. Und Sie wollten Gruschkow und dem Präsidenten den Beweis dafür liefern? Genau. Hören Sie, Barinski will die Bomben in einem perfiden Staatsstreich einsetzen. Er hat Wind bekommen, dass die Gefahr bestand, sein Plan würde aufgedeckt werden. Aber da er ein klugscheißerischer Bastard des Geheimdienstes ist, konnte er die Situation zu seinem Vorteil nutzen und sowohl Sie als auch Gruschkow kaltstellen. Mich hat er zum Treffpunkt gelockt und als CIA-Attentäter hingestellt. Und wir drei sollten vor einem Erschießungskommando enden. Wo sind wir? Tschernobyl. Barinski brachte Sie her, um die übrigen Bomben zu aktivieren. Das werde ich niemals tun. Naja, darum geht es auch nicht mehr. Wir konnten den Präsidenten dazu bringen, für eine Blitzinspektion einzufliegen, weshalb Barinski keine Zeit hat, die restlichen Bomben zu aktivieren. Fantastisch! Und der Präsident wird sehen, was Barinski hier gemacht hat. Leider hat Barinski herausgefunden, dass der Präsident hierher unterwegs ist und will jetzt mit den aktivierten Sprengsätzen verduften. Wir müssen ihn um jeden Preis aufhalten. Dann wissen Sie, wo die Bomben sind? Nein. Großartig, dann sind wir wohl geliefert. Nicht unbedingt. Als ich mich zum ersten Mal in Barinskis System gehackt habe, tat ich das vom alten Serverraum aus. Wenn wir es dorthin schaffen, könnte ich es noch einmal versuchen. Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt, wo die Bomben aufbewahrt werden. Alter Serverraum? Wie kommen wir dahin?